Hallöchen, Popöchen, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Minecraft-Tutorial. Heute schauen wir uns an, welche Tiere in Minecraft gezüchtet werden können. Wichtig dabei zu wissen ist, dass es auch Tierarten gibt, die man nicht züchten kann, wie zum Beispiel Fische. Diese kommen nicht in dem Tutorial vor. In diesem Video erfahrt ihr also, wie ihr Tiere anlocken könnt, wie ihr sie zähmen könnt, außerdem wie ihr sie dazu bringt, dass sie sich paaren, und ich werde euch zeigen, was die Tiere gegebenenfalls droppen. Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich riesig über eine positive Bewertung oder ein Abonnement freuen. Aber jetzt geht's los. Wir fangen gleich mit dem ersten und wahrscheinlich dem bekanntesten Tier in Minecraft an, und das ist das Schwein. Schweine können mit Karotten, Kartoffeln oder mit Rote Beete angelockt werden. Diese können auch dazu genutzt werden, um sie zum Fortpflanzen zu bringen. Einfach mit einem Rechtsklick und der Karotte in der Hand auf das Tier klicken und dann sollten sich Schweine fortpflanzen. Wenn man Schweine tötet, erhält man rohes Schweinefleisch, welches dann gebraten werden kann und welches quasi zum Essen genutzt werden kann. Das nächste Tier, das wir uns anschauen, ist das Schaf. Schafe gibt es in verschiedenen Farben und Schafe können mit Weizen angelockt und zum Paaren verführt werden. Man nimmt dann auch wieder einfach das Weizen in der Hand und mit einem Rechtsklick kann man die Tiere dann zum Fortpflanzen bringen. Und jetzt seht ihr, dadurch, dass wir weiß und ein schwarzes Schaf gepaart haben, haben wir ein graues Babyschaf erhalten. Wenn man die Schafe tötet, erhält man rohes Hammelfleisch, welches wiederum gebraten werden kann. Mit Hilfe einer Schere können die Schafe geschoren werden und macht man dies, erhält man Wolle in der jeweiligen Farbe des Schafs. Wenn man keine Schere zur Hand hat, kann man die Schafe auch töten, dann erhält man auch Wolle. Allerdings ist es nicht ganz so effizient wie mit einer Schere, denn bei einer Schere wächst die Wolle wieder nach. Das nächste Tier, das wir uns angucken, ist eine Ziege. Die Ziege ist seit der 1.17 bzw. seit der 1.18 verfügbar. Es ist also quasi das neueste Tier, das hinzugefügt wurde zu Minecraft. Ziegen können ebenfalls mit Weizen angelockt und zur Paarung gebracht werden. Mit Hilfe des Weizens erhält man dann eine Babyziege, die wir aktuell noch nicht sehen. Doch hier unten sieht man die Nase. Tötet man Ziegen, erhält man ebenfalls rohes Hammelfleisch. Mit Hilfe eines Eimers kann man Milch gewinnen. Dazu nimmt man einfach den Eimer in die Hand und klickt mit rechts auf die Ziege und dann erhält man einen Milcheimer. Milch kann genutzt werden, um zum Beispiel Statuseffekte von einem Spieler zu entfernen. Das nächste Tier, das wir uns anschauen, ist das Huhn. Hühner können mit Weizenkörnern, Kürbiskernen, Melonenkernen oder Rote Beete Samen angelockt und zur Paarung motiviert werden. Ebenfalls wie zuvor schon gezeigt, nimmt man einfach das jeweilige Objekt in die Hand. Jetzt hier sind es eben die Weizenkörner und klickt dann mit Rechtsklick auf die erwachsenen Tiere und man hält ein Babyhuhn. Tötet man Hühner, erhält man rohes Hühnchen und je nach Glück mehrere Federn. Außerdem legen die Hühner immer wieder Eier, die man aufnehmen kann und zum Backen verwendet werden können. Oder man nimmt sie in die Hand und schießt sie gegen den Boden. Und wenn man viel Glück hat, spawnt dadurch ein weiteres Babyhuhn. Das nächste Tier, das wir uns angucken, ist die Kuh. Die Kuh kann ebenfalls mit Weizen angelockt und zur Paarung motiviert werden. Funktioniert wie bei den Tieren zuvor mit einem Rechtsklick auf das Tier. Wenn man Kühe tötet, erhält man rohes Rindfleisch und Leder. Außerdem kann man beim lebendigen Tier mit Rechtsklick und einem Eimer Milch gewinnen. Das nächste Tier, das wir uns angucken, ist die sogenannte Mushroom Cow. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Diese Kuh sieht ein bisschen wild aus und hat Pilze auf dem Rücken und ist relativ selten und kommt nur in einem Biom vor. Diese Kuh kann auch wiederum mit Weizen angelockt und vermehrt werden. So. Das Besondere jetzt aber bei der Kuh ist einmal natürlich das Aussehen, aber man kann auch mehrere Sachen gewinnen. Zunächst einmal droppen die Kühe, wenn man sie tötet, auch rohes Rindfleisch und Leder, und man kann Milch gewinnen mit Hilfe von einem Eimer. Wenn man aber jetzt zum Beispiel mit einer Schüssel hinläuft, erhält man eine sogenannte Pilzsuppe. Außerdem kann man mit Hilfe einer Schere diese Kühe zu normalen Kühen verwandeln. Ich würde aber aufpassen, da dieser Effekt nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Bei der Umwandlung droppt die Kuh dann rote Pilze. Das nächste Tier, das wir uns angucken, sind die Kaninchen. Kaninchen können angelockt werden mit Karotten, Löwenzahn oder mit einer goldenen Karotte. So. Wenn man ein Kaninchen tötet, erhält man rohes Kaninchen, manchmal Kaninchenfell und wenn man ganz viel Glück hat, eine Hasenpfote. Als nächstes schauen wir uns die Pferde an. Pferde gibt es auch wieder in unterschiedlichen Farben. Man kann Pferde füttern. Das kann man mit Weizen, Apfel, Brot oder Zucker machen. Zum Fortpflanzen verwendet man einen goldenen Apfel, einen verzauberten goldenen Apfel oder eine goldene Karotte. Dies funktioniert allerdings nur, wenn man die Tiere vorher gezähmt hat, und das Zähmen funktioniert, indem man sich mit einem Rechtsklick auf das Tier sich draufsetzt. Dort sind wir dann nun eine Weile drauf, bis wir abgeworfen werden. Wir wiederholen das so lange, bis uns das Pferd nicht mehr abwirft. Und es kann manchmal schon etwas dauern.
Sobald wir es geschafft haben, sehen wir Herzen um das Pferd herum. Ich mache es jetzt kurz bei dem zweiten Pferd auch noch. Und nun können wir eben hergehen und mit Hilfe eines goldenen Apfels oder einer goldenen Karotte das Pferd oder die Pferde zur Paarung zu bewegen. Und dann erhalten wir ein Pony. Tötet man Pferde, erhält man nur Leder, also kein essbares Fleisch, und man kann Pferde reiten mit Hilfe eines Sattels. Setze ich mich ohne Sattel auf ein Pferd, bleibe ich zwar drauf, aber ich kann es nicht steuern. Verwende ich einen Sattel, den ich vorher dem Pferd anlege, kann ich mit dem Pferd auch durch die Gegend laufen, ganz normal mit WASD. Nun kommen wir zu dem Esel. Nicht wundern, hier steht ein Pferd und ein Esel, also es geht hier um diesen Esel. Esel verhalten sich wie Pferde, allerdings kann man Esel mit Pferden kreuzen und erhält dadurch ein sogenanntes Maultier. Hierfür muss auch wieder der Esel und das Pferd gezähmt werden, indem wir aufsteigen. Nun kann man hergehen und auch wieder einen goldenen Apfel oder eine goldene Karotte füttern. Dann paaren sich der Esel und das Pferd und man erhält quasi ein Maultier. Das nächste Tier, das wir uns anschauen, sind die Lamas. Um Lamas zu züchten, kann man ihnen Strohballen geben. Allerdings gilt, wie bei den Pferden zuvor, dass sie gezähmt sein müssen. Dafür müssen wir uns wieder auf die Lamas draufsetzen und warten, bis Herzen erscheinen. Sobald die Lamas zahm sind, kann man ihnen einen Strohballen geben. Und sie sollten sich vermehren. Und wir erhalten ein Baby-Lama. Als nächstes Tier schauen wir uns den Wolf bzw. den Hund an. Gefüttert wird der Wolf bzw. der Hund mit rohem Fleisch. Eigentlich egal welches Fleisch, hier jetzt zum Beispiel Schweinefleisch. Wenn ihr den Wolf allerdings zu einem Hund zähmen wollt, also dass er quasi auf euch hört, braucht ihr Knochen. Mit den Knochen geht ihr dann auf den Hund zu und füttert ihn damit. So lange, bis Herzen erscheinen. Man sieht dann hier einen farbigen Kragen und der Hund hockt sich mit Rechtsklick hin und wartet auf einen und gehorcht einen. Das mache ich jetzt mit dem zweiten Wolf auch noch. Genau, und so macht man aus einem wilden Wolf einen zahmen Hund und Begleiter. Damit sich unsere Hunde paaren, nehmen wir einfach Fleisch in die Hand, der Kopf dreht sich und geben das den Hunden, dann steigen Herzen auf und kurz darauf sollte ein Babyhund erscheinen. Jawohl! Als nächstes schauen wir uns die Azolot an. Diese sind auch neu in der Minecraft-Version 1.17. Um die Azolotte zum Paaren zu bewegen, braucht man Tropenfischeimer. Das ist einfach ein Eimer mit einem Tropenfisch darin. Und wenn man nun auf die Tiere klickt, werden diese paarungsbereit. Und wir sollten normalerweise ein Baby erhalten. Ja, hier seht ihr es. Als nächstes schauen wir uns die Katzen an. Katzen mögen besonders gern rohen Fisch. Ich habe jetzt hier als Beispiel den rohen Lachs. Diesen gibt man an den Katzen, bis Herzen erscheinen. Die sind jetzt geflüchtet, aber auch mit Fisch kann man die Katzen dazu bringen, eine Babykatze zu zeugen. Als nächstes schauen wir uns die Ozelote an. Ähnlich zu Katzen kann man Fisch verwenden, um diese anzulocken. Außerdem verwendet man den Fisch auch, um Baby-Ozelotte herzustellen. Nun schauen wir uns den Fuchs an. Füchse mögen besonders gern Süßbären. Diese können verwendet werden, um den Fuchs zu zähmen. Außerdem kann man Süßbären dazu nutzen, um Babyfüchse zu züchten. Und der Fuchs ist ausgebüxt und macht jetzt gerade meine Hühner kaputt. So war das nicht geplant. Nun kommen wir zu den Bienen. Bienen können im Wald gefunden werden, wie zum Beispiel dort hinten. Das Bienennest befindet sich dann unterhalb eines Baumes. Ich habe jetzt hier quasi künstlich eins erzeugt. Bienen können angelockt werden mit Pflanzen. Und mit Hilfe von Pflanzen können Bienen auch Babys herstellen. Da ist jetzt eins rausgekommen. Bienen sammeln wie im echten Leben Honig und diesen kann man abbauen. Dafür brauchen wir eine Glasflasche oder eine Schere und am besten ein Lagerfeuer. Ich erzähle gleich warum. Dieser Bienenstock hier ist leer, das sieht man quasi an der Textur. Wenn wir jetzt nach hinten laufen in dem Wald, sollte dieser mittlerweile voll sein. Das sieht man eben, dass hier jetzt diese gelben Elemente sind. Wichtig ist, dass ihr nun unter dem Bienenstock ein Lagerfeuer platziert. Ansonsten würden euch die Bienen attackieren, sobald ihr anfangt Sachen abzubauen. Und nun könnt ihr hergehen und mit der Glasflasche Honig abzubauen, dann habt ihr Honig im Glas. Nun ist der Bienenstock auch wieder leer. Wenn er wieder voll wäre, könntet ihr alternativ die Schere nehmen und könntet dadurch Bienenwaben abbauen. Als letztes schauen wir uns jetzt den Panda an, beziehungsweise die Pandas. Pandas sind verhältnismäßig selten und stehen total auf Bambus.
Damit sich Pandas fortpflanzen, muss sich im Radius von 5 Blöcken mindestens 8 Bambus befinden. Ich versuche das jetzt mal kurz herzustellen. So, einmal, zweimal, jetzt essen sie es und hoffentlich, ja, kommt ein Babypanda dabei raus. Das war das Tutorial zu zuchtbaren Tieren in Minecraft. Es gibt noch weitere Tiere, die man züchten kann, die dann allerdings im Nether vorkommen und nicht an der Overworld. Das können wir uns mal in einem anderen Video angucken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald.